Hey, willkommen zu einem neuen Video. Im Zeitalter des Internets könnte man meinen, dass es nichts mehr gibt, was einen überraschen könnte. Aber was wäre, wenn wir euch Dinge zeigen würden, von denen ihr wahrscheinlich noch nichts wusstet? Heute zeigen wir euch 20 Dinge, die ihr wahrscheinlich zum ersten Mal in eurem Leben sehen werdet. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Das ist Dirge Kami, der älteste Student der Welt. Obwohl er schon über 70 ist, geht er seit 10 Jahren zur Schule. Die Geschichte dieses Mannes ist wirklich inspirierend. In der Vergangenheit hatte er nie die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, aber als er älter wurde, erkannte er die Bedeutung von Bildung und beschloss, zur Schule zu gehen. Viele Menschen in seinem Alter denken vielleicht, sie seien zu alt zum Lernen, aber nicht Dirge Kami. Er lernt zusammen mit Schülern, die mehr als 50 Jahre jünger sind als er. Die Lehrer waren geteilter Meinung darüber, dass ein Mann in seinem Alter noch die Highschool besuchen sollte. Sie sagten, er sei bestenfalls ein durchschnittlicher Schüler. Aber um zur Schule zu kommen, musste er jeden Tag 2 Stunden durch die Berge laufen. Und das ist für jemanden in seinem Alter ziemlich beeindruckend. Nach seinem Abschluss wollte er sein Studium fortsetzen und einen Masterabschluss dransetzen. Leider hatte sein Streben nach Bildung auch persönliche Konsequenzen. Nach dem Tod seiner Frau musste er sich allein um die Erziehung der gemeinsamen Kinder kümmern, die sich von ihm entfremdeten. Dirge Kamis Geschichte erinnert jedoch daran, dass es nie zu spät ist, mit dem Lernen zu beginnen. Nummer 19. Wusstet ihr, dass Geld, das zu alt wird, zur Zentralbank geschickt wird, um geschreddert zu werden? Geld, das nicht mehr in Umlauf gebracht werden kann, wird vernichtet, um unter anderem Betrug und Fälschungen zu verhindern. Aber wie viel Geld wird eigentlich jedes Jahr vernichtet? Nach Angaben der Zentralbank werden jährlich etwa 7 Milliarden Geldscheine im Gesamtwert von 146 Milliarden Dollar geschreddert. Die geschredderten Geldscheine werden in großen Mengen an Unternehmen verkauft, die sich auf Papierrecycling spezialisiert haben. Sobald das Geld geschreddert ist, wird es nicht einfach weggeworfen, sondern in Kompost verwandelt. Die geschredderten Scheine werden mit anderen organischen Materialien wie Lebensmittel und Gartenabfällen vermischt und dann in nahrhafte Erde umgewandelt. Dieser Kompost wird in Gärten, Parks und anderen Grünanlagen im ganzen Land verwendet. Dieser Prozess ist nur ein Beispiel dafür, wie Abfälle wiederverwendet werden können. Interessanterweise werden nicht nur alte Geldscheine geschreddert, auch Rechnungen, die zu stark beschädigt sind, werden vernichtet. Dazu gehören zerrissene, verunstaltete oder beschriftete Scheine. Die Zentralbank hat strenge Richtlinien dafür, was als beschädigter Geldschein gilt, und sie hat eine ganze Abteilung, die sich mit der Bearbeitung und Überprüfung solcher Scheine beschäftigt. Nummer 18. Pizza ist ein beliebtes Gericht auf der ganzen Welt. Es gibt unzählige Variationen, Stile und Geschmacksrichtungen, sodass für jeden etwas dabei ist. Ein YouTuber namens Airec beschloss sich mit Pizza Hut zusammenzutun, um die größte Pizza der Welt zu backen. Die Pizza war erstaunliche 1296 Quadratmeter groß und brach damit den bisherigen Rekord. Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 2012 und wurde von dem römischen Koch Dovilio Nardi gehalten. Die Pizza von Airec war ein ehrgeiziges Projekt, das viel Planung und Aufwand erforderte, denn ein Team arbeitete rund um die Uhr, um die riesige Pizza herzustellen. Für die Pizza wurde eine enorme Menge an Mehl, Käse und Tomatensoße verwendet. Sie wurde in einem Ofen von der Größe eines kleinen Hauses gebacken und musste mit einem Gabelstapler transportiert werden. Doch bei der Herstellung der größten Pizza der Welt ging es nicht nur darum, einen Rekord zu brechen, es ging auch darum, Menschen zusammenzubringen. Die Pizza wurde in mehr als 100.000 Stücke geschnitten. Sie war so groß, dass sie in mehreren Teilen gebacken und vor Ort zusammengesetzt werden musste. Mehr als 200 Menschen arbeiteten an der Herstellung und dem Servieren der Pizza. Was ist eure Lieblingspizza? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 17. Francesca Pitcher ist eine mutige Mutter, die Angst vor Schlangen hat. Sie beschloss, sich ihren Ängsten zu stellen und einen Kuchen zu backen, der wie eine echte Schlange aussieht. Sie backte eine Torte mit einer birmanischen Python, die so lebensecht aussah, dass die Gäste der Geburtstagsparty ihrer 6-jährigen Tochter Claudia zu Tode erschreckt wurden. Trotz ihrer Angst vor Schlangen verbrachte Francesca 3 ganze Tage mit der Herstellung der Schlangentorte. Aber das ist noch nicht alles. Sie verbrachte satte 12 Stunden damit, mit weißem Schokoladenfondant und einigen speziellen Farben die charakteristischen Markierungen und die Hautstruktur zu kreieren. Aber die eigentliche Frage ist, hat das jemand gewagt, den Schlangenkuchen zu essen? Berichten zufolge haben Claudia und ihre Freunde eifrig darum gekämpft, wer den Kopf der Schlangentorte verschlingen darf. Aber seien wir mal ehrlich, das ist wahrscheinlich die einzige Schlange, vor der wir keine Angst hätten, sie zu streicheln. Sie mag zwar aus Kuchen gemacht sein, aber wir sollten nicht vergessen, dass es sich um ein meisterhaftes Kunstwerk handelt. Nummer 16.
Isao Machi ist ein modernerer Samurai und Inhaber von 5 Guinness-Weltrekorden im Schneiden verschiedener Gegenstände. In diesem Video sehen wir Motoman MH24, einen mit einem Samurai-Schwert bewaffneten Roboter, der darauf programmiert ist, Isaos Techniken zu erlernen und nachzuahmen. Die Idee eines schwertkämpfenden Roboters mag wie aus einem Science-Fiction-Film klingen, aber Motoman MH24 ist sehr real. Der Roboterarm soll bei industriellen Prozessen wie Schneiden und Schweißen helfen, aber in einem speziellen Projekt erhielt er die Gelegenheit, mit einem menschlichen Schwertmeister zu trainieren und die Kunst des dreidimensionalen Schwertkampfes zu erlernen. Aber kann ein Roboter jemals wirklich mit den Fähigkeiten und der Finesse eines menschlichen Schwertmeisters mithalten? Die Antwort ist ein wenig kompliziert. Einerseits ist Motoman MH24 in der Lage, Bewegungen auszuführen, die ein Mensch nur schwer oder gar nicht nachmachen kann, wie zum Beispiel blitzschnelle Schläge oder präzise Schnitte ohne Fehler zu machen. Andererseits hat ein menschlicher Schwertkämpfer, der ein Leben lang an seiner Technik gefeilt hat, etwas unverwechselbar Beeindruckendes. Roboter wie der Motoman MH24 werden jedoch weltweit immer häufiger eingesetzt. Heutzutage werden Roboter in fast jeder Branche eingesetzt. Haltet ihr das für eine gute Sache? Oder glaubt ihr, dass dies auch Gefahren mit sich bringen kann? Nummer 15. Die Legende besagt, dass das Fischen mit Kormoranen von einem chinesischen Kaiser erfunden wurde, der dieses Verfahren so sehr liebte, dass er in seinem Garten einen speziellen Teich anlegen ließ. In der chinesischen Provinz Guangxi ist das Angeln mit Vögeln eine uralte Tradition, die weit in die Geschichte zurückreicht. Diese Vögel sind für diese Aufgabe bestens geeignet, da sie einen einzigartigen Jagdstil haben, bei dem sie unter Wasser tauchen und mit ihren langen Schnäbeln Fische fangen. Um einen Kormoran für das Fischen zu trainieren, wird dem Vogel zunächst ein kleines Halsband angelegt, das ihn daran hindert, große Fische zu verschlucken. Der Fischer nimmt den Vogel dann in ein kleines Boot und schickt ihn ins Wasser, um Fische zu fangen. Nachdem der Kormoran einen Fisch gefangen hat, kehrt er zum Boot zurück, wo der Fischer den gefangenen Fisch herausnimmt. Der Vogel wird dann mit einem kleineren Fisch belohnt und wieder ins Wasser geschickt, um weitere Fische zu fangen. Neben Kormoranen setzen einige Fischer in China auch andere Vögel wie Eisvögel und Adler ein, um ihnen beim Fischfang zu helfen. Nummer 14. Die Windmühlen in Nashtifan, Iran gehören zweifellos zu den ältesten der Welt. Diese Windmühlen sind so konstruiert, dass sie starken Winden von bis zu 120 km pro Stunde standhalten. Ihre Konstruktion stammt angeblich aus Ostpersien, aus der Zeit zwischen 500 und 900 nach Christus. Sie sind seit mehreren Jahrhunderten in Betrieb und funktionieren auch heute noch. Der Hauptzweck dieser Windmühlen bestand darin, die Kraft des Windes zu nutzen, um Getreide zu Mehl zu mahlen. Die Stadt Nashtifan liegt in einer Region, die für Staubstürme und starke Winde anfällig ist. Die Windmühlen sind daher speziell dafür ausgelegt, diesen rauen Bedingungen standzuhalten und auch unter extremen Bedingungen zu arbeiten. Die Windmühlen überragen das Stadtbild von Nashtifan mit ihren fast senkrechten Flügeln, die den Wind einfangen und die Steinmühle im Inneren drehen. Sie sind ein Symbol für die technischen Errungenschaften des alten Persiens. Interessant ist, dass diese Windmühlen auch heute noch neben modernen Windturbinen, die Strom erzeugen, in Betrieb sind. Nummer 13. Die Schlacht von Gallipoli war ein bedeutendes Ereignis im Ersten Weltkrieg, als die alliierten Truppen versuchten, die Hauptstadt des Osmanischen Reiches, Konstantinopel, einzunehmen. Während der Ausgang der Schlacht chaotisch war, kursiert im Internet eine bemerkenswerte Geschichte über die Möglichkeit, dass zwei Kugeln in der Luft miteinander kollidieren. Angesichts der Millionen von Kugeln, die während des Krieges abgefeuert wurden, ist dieses Ereignis äußerst selten und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Kugeln in der Luft aufeinandertreffen, ist astronomisch gering. Erstens bewegen sich Kugeln mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit, sodass das menschliche Auge ihre Bewegung kaum verfolgen kann. Zweitens muss der Abstand zwischen zwei Kugeln extrem gering sein, damit sie zusammenstoßen. Das heißt, sie müssen nahe beieinander abgefeuert werden. Beide Kugeln müssten die gleiche Flugbahn, das gleiche Gewicht und die gleiche Geschwindigkeit haben. Obwohl dies sehr unwahrscheinlich ist, gibt es einige dokumentierte Fälle, in denen zwei Kugeln zusammenstießen, wenn auch unter außergewöhnlichen Umständen. Der berühmteste Fall ist als Gallipoli-Kugel bekannt. Die verschmolzenen Kugeln wurden auf dem Schlachtfeld gefunden und sind derzeit im Imperial War Museum in London ausgestellt. Nummer 12. Am 27. Mai hielt der indonesische Fotograf Gunarto Song mit seiner Kamera ein bemerkenswertes Bild eines grünen Lichtstrahls fest, der vom Gipfel des Mount Merapi aufstieg. Der Berg Merapi ist der aktivste Vulkan Indonesiens. Während er den Stratovulkan fotografierte, gelang es dem Mann, einen grünen Blitz einzufangen, der aus dem Krater aufzusteigen schien.
Mindestens zwei Sicherheitskameras, die auf den Vulkan gerichtet waren, fingen den Blitz im selben Moment ein, was das Ereignis zusätzlich bestätigte. Gunnarto war gerade dabei, Panoramafotos vom nächtlichen Merapi zu machen, als das Phänomen auftrat. Das Nationale Institut für Luft- und Raumfahrt geht davon aus, dass es sich bei der Aufnahme um einen Meteor handelte, da er von oben nach unten fiel und nur ein oder zwei Sekunden dauerte. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses ist äußerst gering, lässt sich aber ohne spezifische Daten nicht genau beziffern. Nummer 11. Stellt euch vor, ihr werdet Zeuge einer Blumenblüte, die nur einmal alle 100 Jahre stattfindet. Genau das bietet die Puja-Rai Mondii, die auch als Königin der Ahnden bezeichnet wird, den glücklichen Beobachtern. Mit ihrer enormen Größe und ihrem leuchtend grünen Blütenstiel ist die Puja-Rai Mondii ein wahrer Augenschmaus. Es kann bis zu 40 Jahre dauern, bis eine Puja-Rai Mondii ihre Reife erlangt und in ihren Blütezyklus eintritt. Nach einem Jahrhundert belohnt die Pflanze geduldige Betrachter mit großen duftenden Blüten, die eine Vielzahl von Bestäubern anlocken können, darunter sogar Fledermäuse, Insekten und Vögel. Darüber hinaus spielt die Blüte eine entscheidende Rolle im Ökosystem, da sie eine wichtige Nahrungsquelle für andere Tierarten darstellt. Die Puja-Rai Mondii hat auch einen praktischen Nutzen, da die einheimische Bevölkerung ihre Blätter zu medizinischen Zwecken verwendet. Atemwegs-, Verdauungs- und Hautkrankheiten sind nur einige Beispiele für Beschwerden, die traditionell mit dieser Pflanze behandelt werden. Das einzigartige Blühmuster der Puja-Rai Mondii bleibt für die Wissenschaftler ein Rätsel, aber sie glauben, dass dieses Muster der Pflanze hilft, unter den extremen Bedingungen der Ahnden zu überleben. Nummer 10. Habt ihr euch jemals gefragt, wo unverkaufte Autos landen? Im Internet kursieren zahlreiche Gerüchte, dass Tausende von Neuwagen auf Feldern und Parkplätzen verrotten, verlassen und vernachlässigt werden. Kürzlich sind im Internet Bilder aufgetaucht, die angeblich reihenweise nagelneue, unbenutzte Fahrzeuge an verschiedenen Orten der Welt zeigen. Dazu gehören Orte wie Sheerness in Kent, die Teststrecke von Nissan in Sunderland und sogar eine Landebahn bei St. Petersburg in Russland. Warum also verkaufen die Händler ihren unverkauften Bestand nicht zu reduzierten Preisen, anstatt ihn verrotten zu lassen? Die Automobilhersteller argumentieren, dass ein Verkauf ihrer unverkauften Fahrzeuge zu niedrigen Preisen einen negativen Präzedenzfall für die Verbraucher schaffen würde. Die Verbraucher könnten dann auf weitere Preissenkungen warten, bevor sie ein Auto kaufen, wodurch die Kosten für ein neues Auto noch weiter sinken würden. In einigen Fällen haben Autohersteller ihre unverkauften Bestände vernichtet, um die Teile zu bergen, die in künftigen Modellen wiederverwendet werden können. Nummer 9. Eine Lachskanone mag wie etwas aus einem Science-Fiction-Film klingen, aber es handelt sich tatsächlich um ein reales Gerät, mit dem Fische über Dämme und andere Hindernisse transportiert werden. Die Erfindung der Lachskanone wird Rouge Innovations zugeschrieben, einem Unternehmen mit Sitz in Seattle. Die Lachskanone ist im Wesentlichen eine große Vakuumröhre, die Fische mit Hilfe von Druckluftstrom aufwärts schießt. Ursprünglich wurde sie als humanere und effizientere Art des Fischtransports entwickelt, anstelle von traditionellen Methoden wie Lastwagen, die für die Fische Stress bedeuten können. Das System besteht aus einem langen durchsichtigen Rohr, das mit einer Fischreuse verbunden ist, die so positioniert ist, dass die Fische über das Hindernis geschoben werden. Die Fische gelangen in die Röhre, die an beiden Enden geschlossen ist, und werden dann durch eine Reihe von luftgefüllten Kammern nach oben befeuert. Die Lachskanone kann bis zu 40 Fische pro Minute reibungsfrei transportieren, während sie sich in der Röhre befinden. Nummer 8. Die Entdeckung der Jupalite war ein bemerkenswerter Fund von Eric Rintamaki, einem Edelstein- und Mineralienhändler aus Michigan, USA. Eric stieß auf diese leuchtenden Steine, als er in der oberen Halbinsel von Michigan nach Steinen suchte. Als die Steine von mehreren Wissenschaftlern untersucht wurden, stellte sich heraus, dass sie aus Bruchstücken von grobkörnigem Eruptivgestein mit einer granitähnlichen Zusammensetzung bestehen. Das Besondere an diesen Steinen ist das fluoreszierende Sodalit in ihnen, das sie zum Leuchten bringt. Es wird angenommen, dass die Jupalite wahrscheinlich während der Eiszeit durch das Eis in den Lake Superior transportiert und am Strand abgelagert wurden. Diese Entdeckung hat die Aufmerksamkeit von Geologen, Juwelieren und Sammlern auf sich gezogen, die von der Seltenheit dieser Steine fasziniert sind. Die Jupalites sind so populär geworden, dass sie nun Gegenstand von Steinjagd-Expeditionen sind, bei denen Enthusiasten das Gebiet auf der Suche nach diesen leuchtenden Schätzen durchkämmen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Jupalite neben ihrem auffälligen Aussehen auch eine praktische Anwendung haben. Der in ihnen enthaltene fluoreszierende Sodalit hat Eigenschaften, die ihn für alles von Kernreaktoren bis hin zur medizinischen Bildgebung nützlich machen. Nummer 7.
Ein Güterzug, der eine stark befahrene Autobahn in Aserbaidschan ohne Warnsignale überquert, scheint wie aus einem Film und nicht real zu sein. Aber ihr werdet überrascht sein zu erfahren, dass dieses Video tatsächlich echt ist. Das Video wurde in der Stadt Baku in Ost-Aserbaidschan aufgenommen, und zwar auf einer Autobahn namens Neftchiller Avenue. Es sieht ein bisschen gefährlich aus, denn der Zug hat keine Blinklichter und es gibt auch keine Schranken, die die Autofahrer auf der Autobahn warnen. Viele Menschen argumentieren, dass es unverantwortlich sei, eine Zugstrecke mitten auf einer Autobahn zu verlegen und dass dies möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen könnte. Baku ist jedoch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und eine wichtige Station auf der transkaspischen internationalen Transportroute, die China mit Europa verbindet. Außerdem hat Aserbaidschan in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in seine Eisenbahninfrastruktur getätigt, darunter den Bau einer neuen Eisenbahnlinie, die Baku mit der georgischen Hauptstadt Tiflis verbindet. Nummer 6. Treibsand ist ein faszinierendes geologisches Phänomen, das seit Jahren das Interesse vieler Menschen geweckt hat. Obwohl es oft als gefährlich und potenziell lebensbedrohlich dargestellt wird, ist die Realität ganz anders. Es ist zwar theoretisch möglich, im Treibsand stecken zu bleiben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, ist äußerst gering. Wenn ihr doch im Treibsand stecken bleibt, solltet ihr aufpassen, um eure Überlebenschancen zu erhöhen. Wenn ihr im Treibsand überleben wollt, bleibt am besten ruhig, denn Panik führt nur dazu, dass ihr noch tiefer sinkt. Versucht, euch über Wasser zu halten, indem ihr euch zurücklehnt und eure Arme und Beine weit ausbreitet. Je mehr Oberfläche du mit dem Treibsand in Berührung kommst, desto größer wird dein Auftrieb sein. Es ist auch eine gute Idee, eure Beine langsam und vorsichtig zu bewegen, als ob ihr in die Pedale eines Fahrrads treten würdet, um Bewegung zu erzeugen und ein weiteres Absinken zu verhindern. Interessanterweise findet man Treibsand meist in der Nähe von Flussbetten, wo das Grundwasser nahe der Oberfläche steht. Obwohl Treibsand oft als tief und tückisch dargestellt wird, ist der überwiegende Teil des Treibsandes weniger als 2 Meter tief. Solltet ihr jemals in Treibsand geraten, wisst ihr jetzt zumindest, was ihr tun könnt, um euch zu befreien. Nummer 5. Stell dir vor, du bekommst deine Pizza nicht an die Haustür geliefert, sondern tief unter die Meeresoberfläche. Das ist die Realität für die Kunden von Jules Undersea Lodge in Key Largo, Florida, wo Rob Doyle als tauchender Pizzabote arbeitet. Ausgerüstet mit seiner Tauchausrüstung taucht Rob 20 Fuß unter den Meeresspiegel, um die Kunden des exklusiven Hotels mit Pizza zu beliefern. Was Robs Job noch einzigartiger macht, ist, dass er nicht nur Pizzabote ist. Er ist auch für den Betrieb und die Wartung der gesamten Unterwasserresidenz ausgebildet und ist darüber hinaus auch Tauchlehrer. Robs Job ist jedoch keine leichte Aufgabe. Trotz seiner umfassenden Ausbildung gibt Rob zu, dass es nichts Vergleichbares mit der Erfahrung gibt, Pizza unter der Meeresoberfläche auszuliefern. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand anderen auf diesem Planeten gibt, der Pizza so ausliefert, wie ich es tue, sagt er. Wenn ihr das erleben wollt, könnt ihr das. Bucht ein Zimmer im Unterwasserhotel, genießt die Unterwasserwelt und bestellt eure Lieblingspizza. Nummer 4. Wenn ihr euch entschließt, zu Ostern nach San Biagio, einer kleinen Stadt in Sizilien, zu reisen, werdet ihr auf eine wunderschöne Kathedrale aus Brot stoßen. Ja, ihr habt richtig gehört, aus Brot. Eine Gruppe von leidenschaftlichen Bäckern aus der Stadt kommt jedes Jahr zusammen, um dieses atemberaubende Kunstwerk zu schaffen, wobei ein Rezept verwendet wird, das über Generationen weitergegeben wurde. Aber es ist nicht nur Brot, denn die Bäcker fügen auch Körner und Nudeln hinzu, um dem Ganzen mehr Geschmack und Textur zu verleihen. Das Ergebnis ist eine Augenweide, eine anmutige Kathedrale, die aussieht, als sei sie direkt einem Märchen entsprungen. Die Einwohner von San Biagio kommen mehrere Tage lang zusammen, um an der Entstehung dieses unglaublichen Kunstwerks mitzuwirken. Es ist eine jahrelange Tradition und jeder hilft beim Mischen und Kneten des Teigs. Ziemlich cool, oder? Nummer 3. Jeder weiß, was Fledermäuse sind, aber hast du schon einmal von Flughunden gehört, auch bekannt als Pteropus? Das sind die größten Fledermäuse der Welt mit einer unglaublichen Flügelspannweite, die in den Tropen von Afrika bis Ozeanien vorkommen. Aber sie sind nicht nur groß, sondern mit ihrem glatten dunklen Fell und den spitzen Ohren auch visuell beeindruckend. Einen Flughund zu sehen ist ein unvergessliches Erlebnis, das sich nur schwer in Worte fassen lässt. Erstens sind Flughunde unglaublich soziale Tiere, die oft in Gruppen von mehreren tausend Tieren leben. Sie verständigen sich untereinander durch eine komplexe Reihe von Lautäußerungen, die von Zirpen und Quietschen bis hin zu lauten Schreien reichen. Flugfüchse sind auch für die Ökosysteme, in denen sie leben, von entscheidender Bedeutung. Sie fungieren als Bestäuber für verschiedene Pflanzenarten und sorgen dafür, dass diese wichtigen Ökosysteme gesund und florierend bleiben. Flughunde haben auch einen extrem ausgeprägten Geruchssinn, den sie zur Nahrungssuche und zur Identifizierung anderer Mitglieder ihrer Gruppe einsetzen. Im Gegensatz zu vielen anderen Fledermausarten können Flughunde auf allen 4 Gliedmaßen laufen und sich mit ihren Flügeln auf dem Boden fortbewegen. Nummer 2.
Mach dich bereit für eine revolutionäre neue Art, Autos zu kaufen, den Carvana-Automaten. Dieser hochmoderne Automat ist der erste vollautomatische münzbetriebene Autoautomat der Welt und verändert die Art und Weise, wie Menschen Autos kaufen. Die Zeiten der aufdringlichen Verkäufer und der stundenlangen Aufenthalte im Autohaus sind vorbei. Mit dem Carvana-Automaten könnt ihr euch Autos online ansehen, euer Wunschfahrzeug auswählen und es dann am Automaten abholen. Der Automat ist über 6 Stockwerke hoch und kann bis zu 27 Autos auf einmal aufnehmen. Wenn ihr am Automaten ankommt, um euer Auto abzuholen, holt der Automat euer Auto aus dem Turm und liefert es über eine Reihe von Förderbändern und anderen Hightech-Mechanismen direkt zu euch. Der erste Carvana-Autoverkaufsautomat wurde 2015 in Nashville, Tennessee aufgestellt. Inzwischen hat Carvana über 30 Automaten in den Vereinigten Staaten aufgestellt. Nummer 1. Wenn es um kulinarische Köstlichkeiten geht, gibt es nur wenige Dinge, die dem luxuriösen Geschmack von echten Trüffeln gleichkommen. Aber habt ihr euch jemals gefragt, warum diese winzigen Pilze einen so hohen Preis haben? Es gibt mehrere Gründe, warum Trüffel zu den teuersten Zutaten der Welt gehört. Zunächst einmal sind Trüffel unglaublich schwer zu finden. Diese schwer fassbaren Pilze wachsen unterirdisch, meist in der Nähe der Wurzeln von Bäumen und werden oft von speziell ausgebildeten Hunden oder Schweinen aufgespürt. Das bedeutet, dass die Trüffelsuche ein zeit- und arbeitsaufwendiger Prozess ist und jedes Jahr nur eine kleine Anzahl von Trüffeln gefunden wird. Aber das ist noch nicht alles. Trüffel sind wegen ihres einzigartigen Geschmacks und Aromas bei Köchen auf der ganzen Welt sehr begehrt. Und dann ist da noch das Problem der Knappheit. Die Trüffelproduktion ist äußerst unvorhersehbar und die Erträge schwanken von Jahr zu Jahr stark. Dies kann zu einer Angebots- und Nachfragesituation führen, die Preise erheblich in die Höhe treibt. Welches ist also die teuerste Trüffel der Welt? Der Titel geht an die weiße Trüffel, auch bekannt als Alba-Trüffel. Diese kostbaren Pilze kommen in der italienischen Region Piemont vor und sind bei Köchen und Feinschmeckern sehr begehrt. Tatsächlich kann ein einziger weißer Trüffel bei Auktionen Tausende von Dollar erzielen. Was ist das Unglaublichste, das ihr je erlebt habt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.